Na klar bin ich fertig. Jo, hi Onliners, Alter. Es ist der 31. Oktober und ist noch ziemlich früh, knapp 8:30. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Meine drei Mädels sind noch in Schwedt, weil die Urgroßoma hatte gestern Geburtstag und weil ja Brückentag war. Ne, wir haben ja heute bundesweit mal wieder Reformationstag als Feiertag. Deswegen hatte die Kita gestern zu, also war Brückentag. Insofern hat sich das angeboten, dass die Schnuffels nach Schwedt gefahren sind. So, ich war gerade im Keller, schon ein bisschen Sachen wieder runtergebracht, ein paar Sachen wieder hochgeholt. Ich habe ja gestern unsere Halloween-Suppe gekocht und habe noch einen Coleslaw gemacht. Mal gucken, wie der geworden ist. Der ist ja jetzt über Nacht durchgezogen, genauso wie die Suppe, aber die Suppe schmeckte gestern schon. Ja, und heute Morgen, ehe die Schnuffelmäuse kommen, werde ich noch die Augen für unsere Monster-Augenbowle fabrizieren. Ja, wir haben uns vorgenommen, Halloween richtig zu feiern. Aber vorher werde ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken und ein bisschen meditieren. Bis das Kaffeewasser kocht, können wir ja nochmal einen Blick werfen. Ich habe ja gestern Abend, ehe ich ins Bett gegangen bin, auch noch die Mitgebsel, die süße, sonst gibt saures, Fledermäuse gefüllt. Die habt ihr in dem anderen Vlog schon gesehen und so sieht's aus, wenn die gefüllt sind. Die gab es ja unter anderem in einem Livestream schon zu sehen, weil die waren ja auch in einem Paket von Get Digital. Und daraufhin habe ich ja geguckt, was Fini noch so anbietet. Ja, und dann habe ich gedacht, Alter, das ist ja Oberkracher für Halloween, Zombie Candy, Vampire Candy, Einhorn Candy, Exploding Melon Candy. Ja, brauchte ich halt. Ja, von unserer Deko, da habt ihr das meiste auch schon im letzten Vlog gesehen. So ein bisschen musste ich die Grabsteine reparieren. Die hat der Sturm ein wenig gebeutelt, den wir letzte Woche hatten. Ja, und seit vorgestern hängt dann auch das letzte Highlight. Unser Knochenkarl. Voll in Spinnweben. Wer auf Facebook, auf der Facebook-Seite dabei ist, der hat das ja eh schon mal gesehen. Und was ich heute Morgen auch noch anbringen muss, ist die Folie. Da werde ich die Glaswand mit Seifenwasser besprühen und dann werde ich die andrücken. Ein bisschen Sorgen machen mir die vielen Falten. Ich hatte versucht, die hinzuhängen und glatt hinzulegen, aber die Falten gehen da nicht so richtig raus. Mal gucken, ob ich das an der Glasscheibe hinkriege. Ja. Und ich glaube, das Kaffeewasser hat gekocht. Und dann werde ich mich gleich nochmal dort ein wenig sammeln, ehe der Tag heute losgeht. Ich muss sagen, das Meditieren hat mir über das letzte Dreivierteljahr echt geholfen. Also das bringt mir persönlich tatsächlich richtig was. Also insofern hat es ein bisschen was damit zu tun, dass meine Situation sich verbessert hat. Und das Video ist immer noch offen. Das Pfeifen, was man euch zwischendrin hört, das ist ein Überbleibsel von Sonntag, als ich Sonntagnachmittag bei nasskaltem Wetter unsere Johannisbeeren und die Heidelbeeren umgepflanzt habe, weil wir hinten unseren Garten umgestalten wollen und hier schon mal so ein bisschen Deko noch repariert habe. Und dann haben wir letzte Woche uns noch eine Halloween-Lichterkette selber gebastelt. Diana hat gemalt und das sind orange Tennisbälle. Wir haben uns so eine IKEA-Lichterkette geholt. Ja, da sind die einfach nur draufgeschoben. Die ist eigentlich dafür da, dass man halt so verschiedene Aufstecksachen von IKEA natürlich da draufstecken kann. Ja, und ich habe oben mit einem Dremel die Löcher da reingefräst und zack, bumm, Lichterkette für Halloween. Und da es die gleichen kostengünstigen 72er-Pack gab, können wir noch ein paar mehr davon basteln. Also nicht nur Halloween-Ketten, sondern auch Blumenketten, je nachdem. Ja, dann steht hier unser Zeugs zum Bewurzeln. Ne, das da sind die Physalis, die ich schon mal abgeschnitten habe. Hatte ich ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich einen YouTube-Gärtner gefunden habe, der die halt auch über Winter quasi vorzieht, bewurzelt. Und dann haben die natürlich dementsprechend einen Vorteil, weil jetzt müssten eigentlich die Physalis-Früchte reif werden und ja, bei 5 Grad Außentemperatur reift halt nicht so viel. Genau das gleiche hat er mit Paprika gemacht. Da habe ich auch die Spitzen schon mal rausgeschnitten und ins Wasser gestellt.
Naja, und wir ziehen neue Trompetenblumen und die stehen genauso lange im Wasser. Und da kann man sehen, die kriegen auch schon Wurzelansätze. Na, die, doch, die weiße auch schon da unten. Klappt also. So, jetzt meditieren und dann Monsteraugen. Nicht schön, wenn es oben auf dem Bronchien liegt. Es gibt ja Leute, die haben ein Problem mit Räucherwerk. Ne? Also ich meditiere hier so klassisch mit Räucherwerk. Ne? Also sowohl Räucherkerzen als auch Räucherstäbchen, die da in den Rauchsäulen drin sind. Und ja, ich weiß, es ist eine Menge Klischee bei, aber mir hilft das tatsächlich. Und vor allem habe ich gemerkt, hey, die ätherischen Öle in dem Zeug haben tatsächlich meine Bronchien beruhigt. Ne? Am Anfang hat es ganz schön gepfiffen, aber so nach 5-6 Minuten war ich durch damit. Ja, ich meditiere momentan 25 Minuten. Mein Ziel ist, dass ich irgendwann auf 30 komme. Weil zum einen reicht die Konzentration oft nicht so weit und zum anderen ja, mit dem Sitzen klappt es nämlich so gut. Ja, man könnte es auch im normalen Sitzen machen, aber alles, was ich quasi Besonderes mache, also mich wirklich darauf einlasse, deswegen ja hier auch die Meditationsecke, hilft mir so ein bisschen tatsächlich, mich zu konzentrieren und drauf einzulassen. Das funktioniert halt sehr, sehr gut. Also nicht wundern, dass die Klamotte, die ich anhabe, ist halt einfach ein Meditationsüberwurf, der echt warm hält, weil hier drin ist es gerade nicht so warm. Hier sind es 4 Grad draußen, das heißt hier drinnen sind es vielleicht 6 oder 7. Insofern verhindert ich auch so leichte Atemwölkchen. Und ich werde ja auch im Winter hier meditieren, dann muss ich mir ja vermutlich noch einen Pullover drunter ziehen. Juti, dann sehen wir uns gleich beim Monsteraugen machen. Der Coleslaw sieht ja auch schon gut aus. Müsste ich mal probieren. Aber vielleicht lasse ich ihn noch ein bisschen weiter durchziehen. Also als ich die Schale gestern Abend hier in den Wintergarten gestellt habe, da war sie voll. Ja, fällt immer ganz gut zusammen. Aber riecht total lecker. Ich muss mir mal einen Löffel holen. Ja, das ist der Plan für die Monsteraugen. Ne? Litschis, entsteint und Belegkirschen. Und ich werde mir halt so die schönsten Litschis nehmen. Werde die halt, die sind ja alle aufgeschnitten, da wo der Stein raus ist. Und da werde ich halt die Belegkirschen reindrücken und so Monsteraugen bauen. Mal gucken, ob das was wird. Jo, sieht jetzt schon eklig aus. Ne, da kommen die Belegkirschen rein. Und dann gibt es eine Bowle aus roten Traubensaft und Zitronenlimo, damit es nicht ganz so süß wird. Und da schwimmen die drin und die Idee ist, dass der rote Traubensaft sich auch so ein bisschen in diese Litschis reinzieht, sodass sie ein bisschen blutunterlaufen aussehen. Das Problem ist, wir haben keine gute Deko für die Schale. Na, vielleicht fällt die Anna noch was ein, wenn sie dann bald kommt. Also, wenn wir noch aufs Halloween-Fest im Kindergarten wollen, dann, oder auf dem Kinderbauernhof. Kindergartenbauernhof heißt das Ding, dann sollten die bald mal an Land kommen. Wobei, ich kenne das ja, wenn man mit unseren beiden Schnuffelmäusen irgendwas plant, da ist man immer gut, wenn man es schafft mit nur einer halben Stunde Verspätung oder einer Dreiviertelstunde. Na also, wenn das nicht als Monsterauge durchgeht, dann weiß ich ja auch nicht. Uah. Ja, klappt ganz gut mit denen. Mit den Litschis und den Belegkirschen. War eine gute Idee. So, das sind jetzt 14 Stück. Ich glaube, das reicht. Mal gucken, was die Anna sagt. Die sind ja schnell gemacht. Falls es dann ein bisschen verloren in der Bowle nachher aussieht, können wir immer noch eine Dose und ein paar Belegkirschen nachmachen. Gut, dass ich mir das Bowle-Rezept nochmal aus Versehen quasi angeguckt habe. Da steht nämlich, dass man die Litschis ca. 8 Stunden in dem roten Saft ruhen lassen soll, damit die sich halt einfärben. Das könnte ich noch machen. Und die Zitronenlimo erst vorm Servieren auffüllen. Juti, machen wir das. Ein bisschen Monsterblut, ne, aus der Packung. Ist ja verdammt flüssig, dieses Monsterblut. So. Ich könnte ja ein paar Sago-Körner mit reinschmeißen als Fischeier. Ja, das wird so eklig. Wobei, abgesehen davon haben wir gar keinen Sago. Schade. Schade, ich dachte, die Litschis schwimmen oben. Aber die meisten sind gleich krass durchgesackt. Ne? Also da sieht man, wie sie sich aufeinander gestapelt haben. Die schwimmen, aber die liegen alle aufeinander. Na gut, wenn die Zitronenlimo reinkommt, dann wird sie etwas dünner. Dann kann man ja den Rest besser sehen vermutlich. So, jetzt muss ich das kalt stellen. Noch kein Platz mehr im Kühlschrank. Draußen sind es 6 Grad. Das heißt, im Wintergarten dürften Kühlschranktemperaturen sein. Geil!
Wir haben noch Marzipan-Rohmasse im Kühlschrank. Da kann ich Schlangen oder Maden von formen, die wir dann so entweder um die Bohlenschüssel rum oder so oben reinhängen. Oh ja, das wird gut. Oh, das ist gut. Ja, soweit gefällt mir das schon mal ganz gut. Jetzt brauchen die noch ein bisschen Struktur und habe ich mir irgendwo beim Kneten überlegt, das mache ich mit Kakaopulver. Ich würde sagen, es klappt. Ne? Also mit dem Kakao ein bisschen Struktur geben. Ja, sieht halt nicht aus wie echte Maden, also Madenmaden. Dazu müsste ich vielleicht am besten Lebensmittelfarbe und einen kleinen Pinsel nehmen. Kleinen Pinsel hätte ich, aber Lebensmittelfarbe habe ich nicht. Insofern müssen wir uns mit Kakao behelfen. Alter, und dann kommt hier die Schnuffelbande nach Hause und sofort ist hier Lebe und Durcheinander und großes Gebrüll, Alter, weil es wieder nicht geklappt hat, so wie es soll. Ja, jetzt Kostüme anziehen, weil wir eigentlich um 11 auf dem Kindergartenbauernhof sein wollten. So, wird Zeit, um in das Halloween-Gear zu steigen. Schnuffelmäuse? Meinst du es unten im Keller? Das hole ich jetzt. Whoop, there it is. Zeit reinzusteigen. So, erstes Kind ist im Kostüm. Und? Komm mal her. Komm mal her, Victoria. Und ist auch leicht beschädigt. Ne? Ja, war Donnerstag. Du bist noch nicht angezogen. Stinkefuß. Du bist ein Stinkefuß, ja. Und die zweite Hexe ist fertig. Und deine Hexennase ist hier. Ja, ich tu dir da auch was rein. Und dann muss der Papa zusehen, dass er ins Kostüm kommt. Und die große Hexe ist auch schon da. Ich hab keine Nadel mehr drin. Was war denn das? Hebst du bitte auf Charlotte? Hebst du auf Charlotte? Ja. Ich schieb nochmal hoch. Ja, deine Nadeln sind doch in der Nivea-Dose. Ja, aber ich dachte, das... Knopf annehmen. Komm doch mal her, Püppi, mit deiner Nase. Die Kinderhexe war meine Mutterhexe. Ja, die Mutterhexe ist auch nicht viel größer. Ja, ich halte deine Tasche und leg sie hier hin, damit ich selber auch mal fertig werde. Schwarze Schminke erledigt. Na, du hast... Na klar bin ich fertig. Alter, die Stimme. Was ist denn los, Lotte? Na, Spazi, warte. Lotte, ich helf dir. Ja, gruseliger Papa. Fick sie da auf. Na, muss festhalten, ey. Dreh dich mal rum. Ja, und es sieht so aus, als wären wir vermutlich die einzigen Erwachsenen hier in Verkleidung, weil hier laufen schon welche rum, aber die sind alle unverkleidet aus. Deine Tochter hat sich, glaube ich, gewünscht, dass du auch was von Wiener Apfel erst trinkst. Kannst du okay, alles klar. Ja, so. Ist alles gut. Warten, sieht's noch in Grenzen. Lotte? Lotte? So, Kinder-Halloween auf dem Kita-Bauernhof zu Ende. Die Hexe fährt, die anderen Hexen sitzen hinten. Und, war schön, Charlotte? Ja. Charlotte hat gesagt, das hat dir Spaß gemacht. Und, Victoria, fandest du es auch schön? Ja, Victoria sagt nichts. Aber ich glaube, Victoria hat es auch gefallen. Und es war zum Glück auch gar nicht so kalt. Nee, wobei draußen jetzt eben... Man glaubt gar nicht, was es unter dieser Maske kalt werden kann. So warm, wie es ist, wenn es richtig warm wird, so kalt wird es, wenn der Wind da drüber fegt. Weil dann kühlt dieses Latex ganz schön aus. Ja, wobei, je länger man sie trägt, umso angenehmer wird sie. So, ja, jetzt setzt sie jetzt ja nicht mehr ab, wa? Hä? Setzt sie jetzt ja nicht mehr ab. Ja, genau, jetzt balde ich sie auf, weil drunter sieht auch nicht besser aus. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause und machen da mal ein bisschen weiter. Oma! So, und hier ist die Augenbohle. Ja, die haben sich tatsächlich vollgesogen. Schick! Jetzt kommt noch... ja, unser Besuch hat ein Massaker veranstaltet. Das hat nicht geklappt, wie gedacht. Aber wir haben jetzt die zweite, haben wir ins Eis gelegt. Ist da Kaugummi drin in den... Ja, nee, ja, also Gummi. Ich das, hab hier so ein... Ja, das kannst du aufessen. Das ist Fruchtgummi. Ich fühlt sich an wie Kaugummi. Kann auch Kaugummi sein. Ich weiß nicht, ich habe nicht alle probiert. So, dann wollen wir mal diese Blutbohle hier, die Augenbohle probieren.
Ist okay. Ist das jetzt kann man trinken. Das ist die Gruselschorle. Erschrick dich nicht, ist ein Monsterauge drin unten. Nach oben! Na komm, Diana. Konfetti in die Bude. Yippie! Oh, mit Nachkonfetti. Was denn da? Die schmecken hier nicht. Ich bin Rafa. So, Mensch. Und damit ist die Halloween-Party zu Ende. Püppi nicht immer aus dem Mund nehmen, im Mund behalten. Aber ich wollte mal lutschen. Ja, du kannst es ja im Mund behalten und einfach lutschen. Das finde ich viel schöner, dann kleben die Finger auch nicht so. Aber das ist nicht so süß. Ist nicht so süß? Ja, so ist unser Kind Bonbons. Rein in den Mund, raus aus dem Mund. Und kommt rein und sagt, hier sieht's ja aus wie im Schweinestall. Dabei war sie echt dran beteiligt hier. Ne? Und auch da dran. Ne? Ja, ihr und eure Freunde. Du hast ja immer noch deine Schuhe an. Ja. Ziehst du die bitte aus? Ich hab die von den anderen aus. Victoria ist schon in Richtung Bett unterwegs. Insofern sagen wir mal tschüss. Ich werde mich mal duschen und mir die Schminke aus dem Gesicht waschen, den verbliebenen Rest. Ja, Mensch, das war unser Halloween. Tschüss! Da gab Feuer! Ja, Feuer, ne? Und Marshmallows. Ja, haben wir aber nicht gevloggt, weil da so viele andere Kinder waren. Weil da sind dann die Eltern immer so komisch. Deswegen sagen wir tschüss! Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war unser Halloween, wie man gesehen hat, oder... Ich annehme, wie man gesehen hat, hat es uns echt Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch mehr gevloggt, aber naja, wie das halt so ist auf dem Kinderbauernhof, Kita-Bauernhof, da hat man natürlich immer eine ganze Menge fremder Kinder drin, ne, weil von dem Marshmallow-Braten und so konnte ich halt nicht wirklich viele Bilder machen beziehungsweise hier in dem Vlog präsentieren. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wäre cool, wenn ihr ein Abo da lasst, ne, Glocke nicht vergessen. Und ein Daumen hoch ist natürlich nett. Über Kommentare freue ich mich auch. Und ansonsten findet ihr hier drumherum noch Links zu anderen interessanten Projekten oder Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das werden Vlogs von unserem Urlaub, den wir gerade letzte Woche hatten. Ich sag tschüss, bis dann.